dass sie an trockenen Sommern auch gar nicht mehr rinnt. Und Richtung Jord sowieso, darfst nicht vergessen, die meisten Almen waren befahren. Selbst die höchsten, wie Moderek, für ein paar Wochen bewirtschaftet. Überfahren, wie man gesagt hat, mit den steirischen Bergschecken, diesen kleinwüchsigen, robusten Viechern, die man nur mehr ganz vereinzelt findet. Dachwasser wurde überall gesammelt und Quellwasser von weit her in Wasserlageln am Rücken getragen, zum Beispiel von dazu in Lacken, eine Stunde herein über die Grenze herauf nach Lackenmoos, wenn dort alles versiegt war. Und Streit ums Wasser hat es auch immer wieder gegeben. Dres und Schafe waren wohl auch viel mehr da als heute. Und der letzte Bär, habe ich gelesen, war damals bereits erlegt. Von einer Wiederansiedlung konnte keine Rede sein. Man war froh, dass man den letzten los war. In anderen Gebieten der Monarchie gab es dann noch genug davon. Ramsauer Schafe waren hier oben mindestens so viel wie heute Ramsauer Leute unten, 2000 Stück vielleicht. Und der gemeinsame Schafabtrieb und die Schafscheid im Herbst am Matthiastag war für uns Kinder immer ein richtiges Fest. Durften wir doch ins Gewühl, in den Pfränger hineinspringen und die Gruppen nach dem jeweiligen March an den Ohren heraussortieren. Löge, Löge, Ichi, Bö! Dres, hast gehört? Da ruft jemand unten. Und es blökt zu ihm zurück. Irg, das könnte der Weigel Reinhard sein. Oder der Schrankel Sigi. Sonst wüsste ich nicht, wer in dieses innerste Gebiet noch Schafe auftreibt. Sind wir also jetzt über die sogenannte vordere Höhe zu den drei Tauben heraufgekommen und sehen die ganze weite Karstfläche vor uns liegen, nach Osten hin leicht abfallend, mit den unzähligen Felsbuckeln, Riedeln und Latschengassen dazwischen und dann wieder die mächtigen Randgipfel im Südwesten vom Lackofen. Unten sehen wir sogar ein bisschen in die Südwand hinein, in jenes oberste Stück, wo wir es damals schon leichter zum Gipfel hinauf hatten. Dres, wollte ich schon immer fragen, was sind Tauben? Ja, da siehst du die drei Steinhäufchen, die den Pass markieren. Hinter uns der Lackner Meerswurm, Törnboden, das Neurössinghüttel steht. Vor uns die Seetrag parallel zur Seewand und das Bundesheerhüttel bei der Hand. Also Tauben sind Steinmandel und normalerweise zeigen solche Steinmandeln den Verlauf der Geh- und Viehtreiberrouten an. Und solche ausgetaubte Strecken gab es schon lange vor dem markierten Weg mit den Flecken in den rot-weiß-roten Landesfarben. Heute sogar durch die Alpen durchnummeriert und nach Schweizer Vorbild gelb betafelt. Sollte man übrigens nicht zerstören, aber auch nicht mutwillig neu irgendwo hinsetzen, damit hinterher nicht wer in die Irre geht. Dres, hast du Schlangen gebraten und Gamsblut getrunken, Uropa? Ihr. Die Wilderei ist erst nach dem Krieg so richtig losgegangen. Viele hatten Waffen aus dem Feld mitgebracht, der Hunger war groß, die neue Staatsmacht noch ohnmächtig, aber die Nahrungsbeschaffung war dabei nicht unbedingt die Hauptsache. Du darfst nicht vergessen, am Stein gab es im Sommer eine Menge zu sammeln. Man konnte sich im Almgebiet bei den Brändlerinnen nützlich machen. Latschen, Schwenden, Steine ausklauben, Lerchbech zapfen, Saubelschen zusammenschneiden, Saukramperl rächen, Speik stechen. Ja, der Apotheker von Schladming hat einem damals noch große Mengen Zornigelwurzeln abgenommen oder Schlangengift, das wir durch eine Marmeladehaut ins Glas gesammelt haben. Dres, die habt ihr auch so ohne weiteres anzugreifen euch getraut, diese Kreuz- und Höllenottern? Heute wäre so ein heißer Tag, wo sie sich zwischen den Steinen sonnen mit Astgabeln haben, wie sie mit dem Kopf am Boden fixiert, dann mit festem Griff hoch oben genommen und durchs Zellophan beißen und ihr Gift spritzen lassen. Bei der Lieferung ins Tal konnte man gleich feinen Moorsand von der Enz als Putzmittel für die Kupferkessel und Mehlnachschub fürs Abobrennmiersel heraufbringen. Im Herbst werdet ihr auch Schwarzbeeren und Preiselbeeren gesammelt haben. Ich habe gehört, manche Halterburen haben im Herbst nur von den Beeren gelebt. Ihr Schwarzbeeren und Kresteln, das sind die besten, wenn schon einmal der Reif drüber gegangen ist. Aber auch die kleinen Nüsschen des Knöllchenknöterichs und die Zirbelnüsse aus den reifen Zirbenzapfen sind gesammelt worden. Der heute so beliebte Zirbenschnaps aus den unreifen Blauen ist eine neumodische Erscheinung. Im Übrigen haben alle Leute am Bauernhof von dem leben können, was sommers auf den Almen aus der Almich erwirtschaftet wurde, nämlich Rindschmalz, Morsen, Steirerkas und Schoppen. Wie dann der Tourismus richtig losgegangen ist, haben wir als Bergführer auch nicht schlecht verdient. Bergrettungseinsätze hat es auch immer wieder gegeben und sangesfreudig waren wir ja alle. Der Franz hat quetschen und Gitarre gespielt und selbst alte Jodler und Volkslieder gesammelt. Und hat den zweiten Betrieb in Mandling aufgebaut, gewissenhaft und umsichtig. Von bäuerlicher Seite hat es gegenüber uns Bergsteigern und Sängern immer geheißen, und das geht es noch bis heute so, die hätten ihr ganzes Leben lang nichts gearbeitet. Kannst wohl selber beurteilen, was daran wahr ist. Dres. Und die auffällige Kaserne da drüben, hat es die schon immer gegeben? Ihr. Der Druckübungsplatz aus der Systemzeit hat alle Verhältnisse am Stein verändert. Einige Almbauern sind zwar entschädigt worden und haben sich weiter östlich eingekauft.
Und einmal die Schafe durften auf den ehemaligen Ramsauer Almen in Oberösterreich weiden. Auf eigene Gefahr, versteht sich, also ohne Entschädigung bei Verlust. Der allseits begrüßte Gefreite aus Braunau hat dann den Truppenübungsplatz 1938 nahtlos übernommen und seit einigen Jahren schießt auch die Artillerie des Bundesheers wieder, nachdem Oberfeld zwischenzeitlich als Urlaubsdomizil für Heeresangehörige gedient hatte. Eine Umgehung an der Landesgrenze und Wachthütten wurden angelegt. Blindgänger der alten Zeit werden dann und wann noch gefunden. Ich war ja um diese Zeit längst auf der anderen Bergseite auf der Zwieselalm und mit Familie. Die ersten Kinder, alle von derselben Frau, aber heiraten konnten wir nicht. Was da alles über mich erzählt wird, will ich gar nicht wiederholen, Wahres und Erfundenes. Angeblich habe ich 23 Kinder rund um den Dachstein verteilt. Eins aber stimmt bestimmt, bis ins hohe Alter konnte ich mich an einem Ast mit nur dem kleinen Finger hinaufziehen. Das habe ich ja immer wieder fürs Klettern geübt, so wie später Hermann Bull mit Schneebällen in den Händen für die Winterbeginn der Watzmann-Ostwand. Meine letzte große Liebe war die Elisabeth. Und ihre Ziehtochter Seferl ist noch drüben in der Gosau. Dres, und haben sie dich nicht gesucht, hier heroben die Streifen von der Armee? Jürg, die hatten wohl Wichtigeres zu tun und aus der Luft gibt's noch kaum Überwachung, geschweige denn Wärmebildkameras und Restlichtverstärker in Nachtsichtgeräten. Die erste genaue Militärkarte ist allerdings noch vor dem Krieg 1913 gezeichnet worden. Und diese terrestrische Geländeaufnahme war so gut, dass sie noch heute als Grundlage für die Alpenfreundskarte 1 zu 25.000 dient. Untertags war es vor allem wichtig zu wissen, wer in der Gegend unterwegs war und dass man nicht in irgendeiner Grube überrascht wurde, wo man nicht auskonnte. Selber sehen, nicht gesehen werden, hieß die Devise. Das zeige ich dir jetzt unten am Laukofen. Gehen wir das Stück hinunter, da ist der Salzplatz für die Weidelschafe. Still, da ruft eine Henne nach ihren Jungen und führt sie aus, damit sie lernen, wie sie bei Gefahr sich verhalten. Nämlich nach allen Richtungen davonstieben, damit der Verfolger nicht weiß, wem nach. Und dann geduckt und sowieso getarnt und absolut still bleiben. Kein Muckser. Dres, wenn das bei Menschen auch so leicht ging. Irg. Fast bei jeder Alm war übrigens ein Felsenloch zum Kühlhalten der Vorräte, in kleinerer und größerer Entfernung, manchmal ein regelrechter Eiskeller. Und diesen Ort hat die Sennerin nicht verraten. Für längeren Aufenthalt war es dort allerdings nicht wirklich geeignet. Dann schon eher im Bärenloch dort drüben mit seinem zweiten Ausgang. Dres, was sind denn das da für Steine? Ein Steinkranz wie eine Grundfeste für eine Hütte? Irg. Das soll schon in alter Zeit ein Vorposten für die Lastenträger übers Gebirge gewesen sein, bei ein paar hundert Meter weit von der Lattenmoosalm entfernt. Da hat ein ambitionierter Forscher aus Gröbming nachgegraben und viele alte Scherben gefunden. Den müsstest du fragen. Und eine junge Botanikerin hat sich mit dem Pflanzenwuchs auf abgekommenen Almen beschäftigt. Siehst ja selbst, dass da hauptsächlich Eisenhut mit seinen Hummeln und an den Feuchtstellen die Wauderlein mit ihren weißen Schöpfen wachsen. Dres, was meinst du? Könnte man aus dem Wollgras, großflächig angebaut, nicht auch Wolle gewinnen? Zusätzlich zur Schafwolle noch Wiesenwolle? Und auch die Sträucher der über die Felsen dahinkriechenden Zwergweiden bilden ja als Fruchtstand eine Art Baumwolle aus. Hier. Solange die kasachische und afrikanische Baumwolle günstig zu haben ist, wird sich wohl niemand mit solchen Experimenten beschäftigen. Doch schon manches, was zuerst als Spinnerei abgetan wurde, ist dann ganz selbstverständlich in die Produktion gegangen. Ein Beispiel dafür sind ja die pflanzlichen Heilmittel. Da musste zuerst die TCM kommen, Dres, die traditionelle chinesische Medizin. Irg, dass man sich wieder auf die einheimischen Heilkräuter besonnen hat und sie jetzt standardisiert herstellt. Dres, Kürgmolken hast wohl nie, Uropa, oder? Irg, da muss ich dir was erzählen, was mir in Morsenberg mitten am Schnorr passiert ist. Es ist ja bekannt, dass Geißen eigensinnige und eigenständige Viecher sind. Aber das, was mir dort begegnet ist, war wohl die Höhe. Sitze ich da am frühen Vormittag auf einem Bichel, dem sogenannten Sauofen, von dem man weit ins Tal hineinsieht, Rehböck hochwild beobachten und nach den Schafglocken losen, sehe ich da aus Richtung Grafenberg eine einzelne Geiß daherkommen. Nicht weiter hinter der ganze Pulk, Dres. Ja, die gehen ja immer mit zusammen. Eine einzelne geht ja vielleicht nur mit Leuten mit. Ihr Leute waren keine dabei und die Kut, wie die Südtiroler sagen, zieht schnurstracks in Richtung Jord weiter. Eine Strecke, für die du zu Fuß gute 3 Stunden brauchst. Darf dich aber nirgendwo aufhalten. Ich also geschwind hinunter zum Wegerl und die Gors zu den Hütten hineingeleitet. Die waren damals noch besetzt mit Kühen auf fetten Weiden. Morsenberg heißt ja nach der Morse, einem anderen Wort für Butter. Die Leitgors angebunden und weil die Sennerin gerade unterwegs war, habe ich mir einen Kübel geschnappt und einiges nach der anderen gemolken.
die sind mir brav gestanden. Und ich habe mich über die vollen Euter gewundert. Dres. Ja, nach dem Morgenmelden müssten sie eigentlich leer gewesen sein. Das machen die immer, hat mir die Sennerin später erklärt. Wenn die Reger drüben ihre Leitgeist nicht als erste drangenommen hat, ist bei nächster Gelegenheit diese auf und davon und die anderen ihr nach. Und so sind sie den ganzen langen Weg bis zur Georgalm hinüber, wo sie dann von den dortigen Sennerinnen des Stierbauern gern gemolken wurden und in Kost und Quartier blieben, bis der Hirterbur, der oft auch nachts noch aufgebrochen war, sie wieder die lange Strecke heimgeholt hat. Dres, und so einen Ausreißversuch hast du, der Steiner Irk, Frauenarbeit verrichtend, damals auf halber Strecke in Morsenberg gestoppt. Irk, hast dich jetzt gut ausgeruht, Dres? Dres, ja, ja, wir können schon weitergehen. Aber sag, Irk, wie viele Kinder rund um den Dachstein haben dich wirklich zum Vater? Irk, nie sollst du mich befragen, liebe Urenkelin. Aber wart, jetzt zeige ich dir noch die exponiertesten und schönst gelegenen Hütten am ganzen Stein. Leider ist dort nur mehr das kleine Halterhüttel erhalten. Von der eigentlichen Almhütte mit Stall besteht nur mehr ein notdürftiger, gedeckter halber Rest. Dort wird sie noch besser gefallen als hier, mit freiem Blick auf den Gletscher, wo jetzt der Eispalast herausgehauen ist und auch Franz und ich als eisige Denkmäler zu sehen sind. Und direkt vis-à-vis von den großen Gipfeln vom Koppenkörstein, auf den jetzt der Klettersteig namens Irk führt, von den Dirndln, vom hohen Dachstein und vom hohen Gleitstein, dort muss einfach ein freudig trauriger Jodler erschallen. Aber auf dem Weg dorthin kommen wir vorher noch einer Reihe von kreisrunden Löchern am Boden vorbei, den sogenannten Lodenwolch-Krautschwöller. Was es mit diesen Lodenwolch-Krautschwöllern auf sich hat und wie es mir einmal im Winter herum ergangen ist, erzähle ich dir dann an Ort und Stelle. Dres, fein ist's mit dir gehen, lieber Uropa. Und jetzt schon einmal danke für alles.